Also ich wollte hier überhaupt nicht reden, weil mein Standpunkt sollte ja mittlerweile klar sein, wie ich zu Themen stehe, gerade zu toxischer Männlichkeit, und was gerade in unserer Gesellschaft los ist. Ne? Ja. Und bei dir irgendwas Privates? Hat sich was geändert? Hast du einen Freund? Ich habe jetzt eine Freundin. Eine Freundin? Ja. Ja, ist klar, dass du das, dass du dieses Bild aufrechterhalten willst, ne? Ja. Dieses uralte Bild, wo Männer mit Frauen zusammen sind. Aber was ist da dein Problem? Bitte? Was ist dabei dein Problem? Excuse me, aber wir haben bald 2025. Aber ich stehe nicht auf Männer. Ja, und das ist diskriminierend. Du solltest auch. Es gibt vielleicht ganz viele Männer, die dich toll finden. Und vielleicht solltest du genau diesen Männern auch mal eine Chance geben. Was ist daran verwerflich? Dass ich einfach keinen Bock auf Männer habe und nur auf Frauen stehe und immer stand. Das spiegelt deine geistige Insolvenz wider. Du Läuft scheinst aber ja ganz gut gerade. geistig nicht auf einer Höhe zu sein. Und du scheinst mir auch. Bist du rechts? Nee. Du wählst nicht rechts? Nee. Du bist kein AfDler? Nein. Wie kommst du dann darauf, dass du nicht auf Männer stehst? Tja, das ist mein Feeling. Das weiß ich nicht. Das ist nicht so meins. Kann mir das nicht Und vorstellen. nicht binäre Menschen? Auch nicht. Das ist einfach intolerant von dir und auch in Ja. einer gewissen Art und Weise Rassismus.